Hallo ihr Lieben, die Pega hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Und diesmal zum Bonuskapitel von Never Tales 3, Rauch und Spiegel. Mal sehen, was... Entschuldigung. Mal sehen, was es dieses Mal so gibt. Ich bin schon ganz gespannt. Also fangen wir einfach an. It's a time to rejoice, as we thank our valiant heroes for their bravery. The whole of Taleworld... By my master's will, I curse this castle! May the ground swallow it whole! Super, es geht übergangslos weiter. wir sollen aufpassen. Ja, hier ist nichts, ne? Gehe geradeaus. Hüpf. Mom, Dad, come on, hurry! Beeilt euch. Jawohl. Und raus hier. Save yourself! Jump! Autsch. Na super. Mom, Dad, no! Melek immer noch nicht los. Finde heraus, wie du den Fluch brechen kannst. Ja, natürlich versuchen wir das. Gut, dann fangen wir jetzt an. Ja, ich dachte, wir sind den Knaller los. Besichtigung habe ich keine Zeit. Du sollst auch nicht beseitigen. Du sollst nicht besichtigen, du sollst das da. Momentan kann mir Giz nicht helfen. Ja, schön. Und was mache ich jetzt hier? Erstmal gucken auf die Karte. So. Aufträge haben wir keine. Auszeichnungen. Okay. Besichtigung habe ich keine Zeit. Ja, wenn ich hier nichts machen kann, was soll ich denn tun? Abgrund, ach so. Ja. Also es geht übergangslos weiter. Na Mädel, geh einen Schritt zurück. Dankeschön. Es versinkt immer mehr im Abgrund. Wobei, mir wird ganz schwindelig. Ich muss mal einen Schritt zurück und ich möchte Möglichkeit finden, den Fluch zu brechen. I didn't mean to scare you. Master Jotan sent me to fetch you. Ich wollte dich nicht erschrecken. Meister Jotan hat mich geschickt, um dich zu holen. Wer zur Hölle ist Meister Jotan? He can help you save the castle. There's still time. Quickly, into the woods. Er kann dir helfen, das Schloss zu retten. Es ist noch nicht zu spät. Komm, wir müssen uns im Wald verstecken. Was zum... Wer mag das sein? Ja, Alice, du sprichst mir aus der Seele. Wer zur Hölle ist das? Ist das vielleicht jetzt die andere Form von Benefor? Erst gucken wir hier. Wir nehmen das mit. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir brauchen können. Dem fehlt ein Hörnchen, hä? Ne, wir brechen ihm das andere Hörnchen ab. Gut. Steinhorn. Was haben wir hier nur liegen? Die Ecken sind stabil, aber sehr scharf. Okay, jetzt haben wir einen Dolch. Sozusagen. So, ja, wir gehen gleich. Mysteriöser Wald. Ja, wo kommt denn der plötzlich her? Oh, da war doch noch was. So.
kann momentan nicht von hier weg. Ich muss eine Möglichkeit finden, Ihnen zu helfen. Gut, das ist irgendwann ein Spiegel, wo wir wechseln müssen. Kommen wir doch nochmal hier hin. Ist man ja sicher nicht immer so sicher bei den Spielen, ne? Gut, dann gehen wir in den... nochmal sicherheitshalber gucken. Ja, gut, das ist klar. I hate to leave Mom and Dad, but I better get help. Ich lasse Mom und Dad ungern zurück, aber ich muss Hilfe holen. Wow, hier, selbst hier spüre ich das Beben, das vom Schloss auskommt. Okay. So. Ja, ja, du darfst gleich. Die Kiste ist völlig mit Wurzeln überwuchert. Das. Der überrascht mich nicht. Oh, einen vollen Behälter, damit ich Sprühflasche verwenden kann. Jawohl. Ja, Bienen. Wespen. Riesiges Wespennest ist auf die Trüppe gefallen. Die Wespen sind sehr gereizt. Logisch. Da ist die Karte. Na, flieg du mal da hoch, Gears. Jetzt haben wir... Dankeschön. Rotes Efeu. Okay, das ist nur die Kiste. Sonst noch was? Ja gut, die Wespen. Hier weiter oben. Nein, das sind auch die Wespen. Hier ist nichts mehr. Da drüben ist ein Weg, doch die Ranken versperren mir den Weg. Ja, dann schnibbel mal. Nö. Für Irgendwelchkeiten brauchen. Was haben wir hier? Eine Linse? Okay. Wollen wir also hier was machen? Was haben wir denn? Wir haben Efeu. Nein. Nein? Nein. Ja, sprühen ist Peng. Aber wir können die Wurzeln damit. Dankeschön. Dann wimmeln wir mal. So. Was brauchen wir? Gürtel, Bügeleisen, kaputtes Brett. Okay. Vogel. Wollknäuel, Falle. Okay. Falle. Karte, Schloss, Baumrinde. Karte. Baumrinde. Ein Schloss sehe ich gerade nicht, aber hier so ein Bügeleisen. Kaputtes Brett. Sehe ich nicht. Helm, magische Kugel, Dreizack. Magische Kugel. Dreizack. Helm, Schloss. Gürtel. Schloss und Helm. Helm. Da ist das Schloss. So, jetzt haben wir allen möglichen Prüdelkram zusammen. So, jetzt haben wir eine Lampe. Die wir jetzt zusammenbauen. Na, komm her. Müssen. Auf jeden Fall was erhitzen. Vielleicht kann ich die Kerze irgendwie anzünden. Wie zünde ich die eigentlich kein Feuer ab? Hier nochmal gucken. Was haben wir jetzt eigentlich hier für eine Auszeichnung gekriegt? Scharfschütze. Schließe einen ohne Fehler ab. Oh. Schön. Nee, hier brennt's aber. Auch nicht an irgendwelchen Stellen. Ach, ja. Blöd. Sonne. Linse. Nein? Nö. Streiche. Aua. Schön blöd. Geht doch weg.
sie sind böse, ich muss sie verjagen. Ja, logisch sind die böse. Stinkig sind die. Pirisch. Bramsch. Hat Nest darunter klatscht. Ja. Wie kriege ich jetzt das Dingen da an? An einem Lampenarm könnte ich etwas befestigen. Ja, das bestimmt nicht. Ach, Lampenarm befestigen, das Ding da? Ah. Gut. Aha. Na gut. Jetzt haben wir improvisiertes Herbizid. Ist das für die... Für die? Aha, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, darf ich es nicht mitnehmen? Baumhaus. In einer Höhle, in einem Loch in der Erde lebt ein Hobbit. Wie war das? Nicht in einem moderigen, stinkrigen Loch, sondern in einer Hobbithöhle. Erinnert mich verdammt daran. Ah, it's good of Pebbler to bring you here. My name is... Help! I can't hold out much longer. Jo, machen wir. So... Das Brett auch. Good. Now lend me a hand. I've almost got it. So. Thank you. That could have been unpleasant. I am Jotun. Vielen Dank. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ich bin Jotun. I sensed a great evil in the castle and a curse. Im Schloss konnte ich das Böse spüren und auch einen Fluch. Such a thing can only be lifted by a rare flower, Edelweiss. Okay. So etwas kann nur mit einer einzigen Blume aufgehoben werden, Edelweiss. But I've mapped all the flower fields here. I just need to find the map. Ich habe alle Orte, an denen ich das Edelweiß gesehen habe, notiert. Jetzt muss ich bloß die Karte finden, auf der ich es vermerkt habe. Na ja, dann. Ages ago, in the Troll Kingdom deep underground, there appeared a powerful creature born of stone. Vor vielen Jahren wurde im Trollkönigreich eine mächtige Kreatur aus dem Stein herausgeboren. So ist denn das plötzlich da? Na gut, Itzi-bitzi die Spinne. Itzi-bitzi die Spinne. Lass auf der Regenrinne oder so ähnlich. Da haben wir eine. Das ist die zweite. Da. Kommt sie. It made subjects of all the troll tribes, uniting them under its rule. Once his work was done, the Troll King turned his eye toward the surface. Er vereinte alle Trollstämme unter seiner Herrschaft. Nachdem seine Arbeit vollendet war, wandte der Trollkönig seinen Blick der Märchenwelt zu. Warum haben wir denn jetzt hier so komische Eichen? Gott. Ach, guck mal, da ist eins. Und hier ist auch noch eins. Achso, weiterblättern. As his armies assembled, the Troll King led them against the human kingdoms above. Seine Armee versammelte sich und der Trollkönig führte sie in den Krieg gegen die Menschen. Okay, die sehen für mich eher aus wie Orks und nicht wie Trolle. Aber okay. Bin dann doch etwas WoW-geschädigt. Kingdoms fell one by one, until the Queen of Hearts herself stood in his way. Königreiche fielen eins nach dem anderen zum Fall.
Okay, macht nichts. Bis er auf die Königin der Herzen stieß. Ob da irgendwie was fehlt. Was brauchen wir? Morgenstern. So, der hatte die Kette in der Hand und da ist auch noch einer. Armies clashed and fought, suffering heavy losses. But in the end, the Queen and her army emerged victorious. Die Armeen trafen aufeinander und fürchterliche Kämpfe wurden ausgeübt. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Doch zu guter Letzt ging die Königin zusammen mit ihrer Armee als Sieger heraus. Passt besser. Das Schwert nehmen wir mit. Nein! Du sollst da bitte weiterlesen. Okay, das ist nicht das Schwert. Das zweite Schwert. Schwert. Ach, sie trägt's da am Kleid. Trolls were cast back underground. The Troll King, however, suffered a greater punishment. Die Trolle wurden wieder in die Unterwelt verbannt. Dem Trollkönig widerfuhr allerdings ein schlimmeres Schicksal. Achso, Karten. Wie? Und... haben wir denn noch eine? Da. Hey? Nur ein Schlüssel. Was stand da? Schicksalsschlüssel? Schrankschlüssel. So, hier fehlt noch die Karte, ne? Steht da. Da ist nix. So, einen Wagenheber nehmen wir mal mit. Die Karte, von der er gesprochen hat, ist sicherlich hier irgendwo in dem Chaos zu finden. Ja, klar. So, hier unten ist nix. Da ist noch... Ja, gucken wir erstmal. Na, komm her. Steckt ganz schön fest, ich kann es nicht bewegen. Na, immerhin. Haben wir ein Brett. Tür ist abgeschlossen. Ja, wir gucken gleich in den Schrank. Achso. Gucken aber erst noch hier. Ah! Ja, gut. Herbizidbehälter. Stimmt auch gegen Pflanzengift, hä? Also wie Pflanzengift. So, dann schließen wir hier mal den Schrank auf. Und nehmen Schwefel. Na? Schaufel. Und noch eine Rolle. Schriftrolle. Geben wir ihm. So, that's the map you need. Das ist also die Karte, die du brauchst. It seems to be damaged with all this ruckus. See if you can do anything about it. Es ist kaputt. Versuch etwas daran zu verändern. Hier. Oh. Der Greif. Hier sind die Wolken. Legend has it, only the Griffin knows how to get the flower. Laut der Legende weiß nur der Greif, wie man die Blume an die Blume herankommt. Hey, cool, in dem ersten Teil sind wir mit dem Pegasus geflogen und jetzt müssen wir mit dem Greifen fliegen? Das wäre schon toll. Was hier? Na, komm. Da. That's it. The thorny path will lead you right to the beast's nest. So ist es richtig. Der dornige Pfad führt dich direkt zum Nest des Biestes. When you manage to get the flower, return here. Wenn du die Blume hast, komm wieder hierher.